Ich glaube an Gott, der die Welt nicht fertig geschaffen hat wie ein Ding, das immer so bleiben muss. Der nicht nach ewigen Gesetzen regiert, die unabänderlich gelten. Nicht nach natürlichen Ordnungen von Armen und Reichen, Herrschenden und Ausgelieferten. Ich glaube an Gott, der den Widerspruch des Lebendigen will und die Veränderung aller Zustände. Ich glaube. Ich glaube an Jesus Christus, der Recht hatte, als er an der Veränderung aller Zustände arbeitete und darüber zugrunde ging. An ihm messend erkenne ich, wie unsere Intelligenz verkrüppelt, unsere Fantasie erstickt, unsere Anstrengung vertan ist, weil wir nicht leben, wie er lebte. Jeden Tag habe ich Angst, dass er umsonst gestorben ist, weil wir ihn in unseren Kirchen verscharrten, weil wir seine Revolution verraten haben in Gehorsam und Angst vor den Behörden. Ich glaube an ihn. Ich glaube an den Geist, der mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Ich glaube an die Gemeinschaft aller Völker und unsere Verantwortung für das, was aus unserer Erde wird. Ich glaube.